Ja, und sie sieht schon wieder ein bisschen besser, ein bisschen erholter, sage ich jetzt einmal, aus als noch an der Ziellinie, Paula Radcliffe. Herzliche Gratulation einmal zum Rennen. Sie haben gleich nach der Ziellinie sehr kaputt ausgesehen. Wie ist es gegangen, dieses Rennen? Ja, es war für mich gar nicht gut. Ich fühlte mich schon ab 6., 7. Kilometer nicht gut. Aber die Atmosphäre war so schön und alle die Leute waren so, so nett. Ich wollte also überhaupt ins Ziel kommen, obwohl es nicht so eine gute Zeit war. Also ich hoffte, dass der Heili mir gegen den 20. oder 19. Kilometer schon abholen würde, aber es war schon früher. Aber es tut mir leid, ich könnte heute nicht besser geben, vielleicht wegen den Krankheiten, ich weiß nicht. Also wir können Sie beruhigen, es war für uns sehr, sehr spannend trotzdem und es war sehr aufregend zum Zusehen. Ein bisschen versuchen wir natürlich drauf zu kommen, warum es Ihnen nicht gut gegangen ist. Können Sie sich erklären, was waren die Probleme? Ich weiß gar nicht, ja, ich wüsste, dass ich mit besten Chancen ins Wettkampf gekommen nicht waren, weil ich so eine Bronchitis im letzten 2 Wochen hätte. Und ich bin immer noch mit den Antibiotiken vielleicht, aber ich weiß nicht sowieso, das sollte vielleicht 1 Minute geben, nicht 2 oder 3. Wie macht sich das bemerkbar? Bekommt man schlechte Luft? Werden die Beine schwer? Was genau? Die Beine waren sehr, sehr schwer. Ja, ich fühlte, beim Atmen war ich sehr, sehr ruhig, kein Problem, aber die Beine wollten nicht schnell gehen. Jetzt muss ich einmal kurz nachfragen, Sie sprechen hervorragend Deutsch. Wie kommt das? Ich habe Deutsch an der Universität gelernt, mit Französisch zusammen und ökonomische Studien. Wien. Sie kommen nach Wien, das war für uns alle natürlich ganz großartig, Sie hier zu haben, aber wie kommt es, dass Sie nach Wien kommen? Wer hat die Empfehlung gegeben? Ich glaube Heile, oder? Ja, das war der Heile. Der Heile hat mir davon gesprochen, wie es war letztes Jahr und wie es so ein warmes Willkommen gehabt hätte und dass es ein sehr gutes Rennen war. Und so wollte ich auch hier kommen. Ich war bis jetzt nie in Österreich beim Wettkampf und ich wollte das so machen und es hat mich sehr, sehr gefreut, obwohl den Wettkampf nicht sehr gut für mich war, aber die Leute waren so, so nett und so eine schöne Stadt. Das heißt, Sie kommen wieder vielleicht irgendwann? Ja, ich hoffe und besser laufen. Sie wollten hier einen Test oder haben einen Testlauf absolviert, schon auch für die Olympischen Spiele. Haben Sie jetzt auch ein bisschen was mitnehmen können? Haben Sie was oder lernen können? Ja, also es sollte so sein, es sollte ein Test ein bisschen sein, bevor ich echt ins Marathon-Training gehe. Aber mit dem Krankheiten, ich glaube, es war kein richtiges Test, weil es ist gar nicht gut gegangen. Wie sieht das jetzt aus, die nächsten Tage, Wochen, Monate? Heißt es jetzt absolute Ruhe, schonen oder wie geht das für Sie weiter? Also ich nehme zuerst ein paar Tage Pause und hoffentlich wieder gesund zu werden. Und dann nächste Woche gehe ich in Hochbergen in den Pyrenäen und fange ich an mit Marathonstraining. Dann wünschen wir alles Gute, herzlichen Dank fürs Kommen und alles Gute weiterhin. Ja. Dankeschön.